Meine Damen und Herren, wir haben heute beschlossen, dass wir Thorsten Albig vorschicken. Die Aufgabenteilung, die wir verabredet haben, lautet: Albig macht den Wahlkampf, aber ich mache die Politik. Das ist eine gute Idee, denn so merken die Menschen nicht, was wir eigentlich wollen. Gymnasien abschaffen. Schleswig-Holstein abschaffen als Bundesland, die Schulden erhöhen, die Politik der Grünen umsetzen und uns von den Dänen mitwählen lassen. Da ist es gut, wenn wir mit Thorsten Albig jemand haben, der so tut, als ob er Mitte wäre. Dann fällt es den Leuten nicht so auf, dass wir eigentlich etwas ganz anderes wollen. Und wenn wir gewinnen, kann Albig in Ruhe gut regieren, aber die Richtung, die bestimme ich. Das haben wir heute beschlossen. Und das werden wir auch so machen. Wahrscheinlich. Oder so.